Auch wenn das Leitungswasser in Deutschland regelmäßigen Kontrollen unterliegt und meist bedenkenlos getrunken werden kann, schwören immer mehr Menschen auf Osmoseanlagen zur Trinkwasseraufbereitung. Die Geräte sollen auch den letzten Rest Schadstoffe herausfiltern, gut geeignet also für Eltern, die bei der Säuglingsernährung auf Nummer sicher gehen wollen. Oder für Menschen, die keine Getränkekisten mehr schleppen und auf gefiltertes Leitungswasser umsteigen möchten. Feinschmecker sind zudem überzeugt, dass mit Osmosewasser gekochte Speisen wie auch Kaffee und Tee einfach besser schmecken. Nicht zuletzt hinterlässt das gefilterte Wasser keine Kalkrückstände an Geräten und Geschirr. Das erste Produkt auf unserer Liste ist Osmotec ROP050 Osmoseanlage. Die Osmoseanlage ROP050 von Osmotec ist ein Untertischmodell mit Tank, das unter einer Arbeitsplatte oder einem Waschbecken montiert wird. Ein Manometer zeigt den Betriebsdruck an. Die Osmoseanlage erreicht laut Hersteller eine Filterleistung von 190 Litern pro Tag. Dieses Modell soll Uran, Schwermetalle, Medikamentenrückstände, Nitrit, Nitrat, Pestizide, Fungizide, chemische oder biologische Wirkstoffe zum Abtöten von Pilzen und Sporen, Asbest und Kalk herausfiltern. Der Hersteller empfiehlt für die Anlage die Osmotec 50 GPD Membranen. Mit vielen Erweiterungsmöglichkeiten, an der Vorderseite der Osmoseanlage befinden sich vier Anschlüsse, woraus sich vielfältige Erweiterungsmöglichkeiten ergeben. Beispielsweise ist es möglich, einen Vorratstank oder einen Wasserhahn nachzurüsten. Die Installation der ROP050 soll sich unkompliziert gestalten. Alle Leitungen sind vorkonfiguriert, sodass dem Hersteller zufolge nur noch die Schläuche zu befestigen sind. Zu erwähnen ist der Reinigungsmodus, der die Osmosefilter spült. Die Osmoseanlage von Osmotec hat Abmessungen von 35,5 x 11,9 x 13,4 cm. Das Gewicht beträgt 3 Kilogramm. Wie arbeitet eine Osmoseanlage? Wasser wird unter Druck durch eine halbdurchlässige Filtermembran gepresst. Der Druck ist höher als der natürliche osmotische Druck, es erfolgt eine Anreicherung von Molekülen auf einer Seite der Membran, Salz, Schwermetalle und Verunreinigungen verschieben sich von einer Seite der Membran auf die andere. Ein Druckunterschied zwischen den beiden Seiten der Membran sorgt dafür, dass sich das zu filternde Wasser nur in eine Richtung bewegen kann. Das so gefilterte, saubere Osmosewasser lässt sich nun nutzen, wohingegen das verschmutzte Wasser über den Abfluss abgeleitet wird. Die hier behandelten Osmoseanlagen sind also eigentlich Umkehrosmoseanlagen. Mehr Informationen zur Funktionsweise sowie zum Unterschied zwischen Osmose und Umkehrosmose liefert unser Ratgeber im Anschluss an den Produktvergleich. Das zweite Produkt ist AEG Agro Osmoseanlage. Die AEG Agro ist eine Untertischosmoseanlage, die das Wasser mittels einer Membran, eines Vorfilters und eines Nachfilters reinigt. Die Umkehrosmoseanlage filtert bis zu 180 Litern Wasser pro Tag. Nach Herstellerangaben reduziert die Anlage unter anderem gelöste Feststoffe, Blei, Sedimente, viele schädliche Chemikalien wie Arsen, Chrom, Nitrat und Kupfer. Dem Hersteller zufolge verringert die Wasseraufbereitungsanlage den Chlorgeschmack und unangenehme Gerüche des Wassers. Demnach fängt das Gerät Teilchen ein, die viermal kleiner sind als Staubpartikel. Rohre mit Farbcode zur einfachen Montage. Als Untertischmodell ist die AEG Osmoseanlage zur Montage unter einem Tisch oder einem Spülbecken gedacht. Dank der farbkodierten Rohre und der Installationsanleitung verspricht der Hersteller eine einfache Installation. Die Agro von AEG hat Abmessungen von 33 x 27,9 x 34,3 cm und wiegt 6,4 kg. Zum Lieferumfang der Osmoseanlage gehören ein Tank und ein verchromter Wasserhahn. Es ist möglich, das Osmosewasser zu speichern und die benötigten Mengen über den Entnahmehahn abzuzapfen. Der Filterwechsel soll schnell vonstatten gehen, ohne die Wasserzufuhr unterbrechen zu müssen. Welche Osmoseanlagen mit Tank gibt es? Der Unterschied bei den Modellen mit Tank liegt hauptsächlich darin, ob die Anlage eine direkte Wasserzufuhr benötigt oder nicht. Bei letzteren Geräten erfolgt das Befüllen mit einem Wasserschlauch, Eimer oder ähnlichem.
Es ist keine Montage erforderlich, die Modelle sind transportabel und kostengünstig. Osmoseanlagen mit Tank und direkter Wasserzufuhr sind einfach zu bedienen und bieten eine Wasserspeicherung im Tank. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Measury Row Pro 190 Liter Osmoseanlage. Die Measury Row Pro 190 Liter Osmoseanlage hat eine Leistung von bis zu 190 Litern pro Tag und ein dreistufiges Filtersystem aus Sedimentfilter, Aktivkohlefilter und Umkehrosmosemembran. So werden nach Angaben des Herstellers zuverlässig Salze, Wasserhärte, Schadstoffe wie Schwermetalle, Nitrat, Phosphat und Pestizide sowie Viren und Bakterien entfernt. Im Lieferumfang befinden sich laut Measury ein Trinkwasseranschluss und ein 3/4 Zoll Waschmaschinenanschluss. Die Anlage ist darüber hinaus mit einem Spülventil ausgestattet, womit Ablagerungen herausgespült werden und die Lebensdauer der Osmoseanlage verlängert wird. Wasserdruck und Temperatur kontrollieren. Abweichungen der Temperatur oder des Wasserdrucks können laut Hersteller zu einer niedrigeren Tagesleistung der Measury Row Pro 190 Liter Osmoseanlage führen. Meistens ist es ein zu niedriger Wasserdruck, der zu einer schlechten Tagesleistung führt. Deswegen sollte der Wasserdruck regelmäßig mit einem Manometer überprüft werden. Ein integrierter 450cc-Durchflussbegrenzer soll den Wasserfluss verlangsamen und damit den Druck in der Osmoseanlage erhöhen. Ein höherer Wasserdruck führt, wie oben bereits erklärt, zu einer höheren Tagesleistung. Im Lieferumfang des Modells befinden sich laut Measury eine deutschsprachige Bedienungsanleitung mit Hinweisen auf Videotutorials und das zum Betrieb notwendige Zubehör. Dazu zählen Membrangehäuseschlüssel, Schlauchschlüssel, 3 Meter langer 1/4 Zoll Schlauch, 4 Schrauben und Dübel, 2 Halteklammern für die Wandmontage. Was bringt ein Filter zur Mineralisierung? Während der Filterung in einer Umkehrosmoseanlage verliert das Wasser einen Großteil der enthaltenen Mineralstoffe. Für den eigenen Nährstoffbedarf ist das unbedenklich, da der Mineralstoffbedarf in aller Regel über die Ernährung abgedeckt ist. Wer zusätzliche Mineralstoffe über sein Trinkwasser aufnehmen möchte, sollte bei der Anschaffung seiner Osmoseanlage auf einen Mineralisierungsfilter achten. Dieser versetzt das Wasser nach der Filterung mit Mineralstoffen wie Kalium, Calcium, Magnesium oder Natrium. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Retec Ultimate Plus Pro Osmoseanlage. Die Retec Ultimate Plus Pro ist eine Untertischosmoseanlage. Die Installation erfolgt unter einem Waschbecken oder einer Arbeitsplatte. Das Gerät filtert das Wasser mit 6 Filtern, 2 Sedimentfiltern, einer Hochleistungsmembran, einem Aktivkohlefilter und 2 Filtern zur Mineralisierung. Der Betrieb dieser Anlage erfordert einen Wasserdruck von mindestens 5,5 bar. Da der Wasseraufbereiter mit Pumpenunterstützung arbeitet, spielt der Wasserdruck der eigenen Leitungen keine Rolle. Die 24-Volt-Pumpe erfordert eine dauerhafte Stromzufuhr. Der Pumpendruck ist an der Anzeige im Manometer ablesbar. Mit zertifizierten Schläuchen zum Schutz vor Mikroplastik. Die Schläuche der Osmoseanlage sind NFS und ANSI zertifiziert. Das heißt nach Herstellerinformationen, dass sie nachweislich kein Mikroplastik an das Wasser abgeben. Die National Sanitation Foundation gleich NFS ist eine gemeinnützige Organisation aus den USA. Sie führt Gesundheits- und Sicherheitstests von Produkten durch. Ebenfalls aus den USA stammt das American National Standards Institute gleich ANSI. Die gemeinnützige Organisation koordiniert in den Vereinigten Staaten freiwillige Normen. Die Ultimate Plus Pro von Retec arbeitet mit einem Filterwasser-zu-Abwasser-Verhältnis von 1 zu 1,5. Für ein einfaches Abzapfen des Osmosewassers hat das Gerät einen Wasserhahn. Zum Schutz vor Lecks ist die Anlage mit einer mechanischen Wasserstoppfunktion ausgestattet. Der Hersteller der Anlage ist zertifiziertes Mitglied der Water Quality Association. Das ist ein Verein, der Produkte für ihre hohe Wasserqualität und Nachhaltigkeit zertifiziert. Die Abmessungen der Retec Ultimate Plus Pro liegen bei 36 x 22 x 48,5 cm, das Gewicht beträgt 14,56 kg. Was ist ein Sedimentfilter? Der Sedimentfilter funktioniert wie ein Sieb und dient dazu, grobe Partikel wie Rost, Sandkörner, Lehm,
organische Stoffe und andere Partikel aus dem Wasser herauszufiltern. Der nächste Produkt ist Pur Booster Quick Osmose Anlage. Die Pur Booster Quick Osmose Anlage ist mit 7 Filtern ausgestattet, 4 Vorfiltern sowie einer Hochleistungsmembran, einem Nachfilter und einem Mineralisierungsfilter. Laut Hersteller reduziert die Anlage den Kalkgehalt und entfernt Schadstoffe wie Bakterien, Viren, Nitrat oder Schwermetalle. Sie reinigt 1,1 Liter Wasser pro Minute. Das entspricht bis zu 1584 Litern pro Tag. Das Filterwasser-zu-Abwasser-Verhältnis beläuft sich auf günstige 1:1. Modell ohne Tank und mit Wasserhahn. Die Booster Quick ist eine Direktflow-Anlage. Sie arbeitet ohne Tank, weshalb eine direkte Wasserzufuhr erforderlich ist, über einen Wasserhahn oder den zentralen Wasseranschluss. Mithilfe des mitgelieferten Wasserhahns soll ein komfortables Abzapfen des gefilterten Wassers möglich sein. Die Osmoseanlage ist mit einer Computersteuerung ausgestattet. Über das Display ist es zum Beispiel möglich, die Spülfunktion zu aktivieren. Alle Bestandteile der Anlage, die mit Wasser in Berührung kommen, enthalten keinerlei gesundheitsschädliches BPA. Bisphenol A, BPA, ist ein Weichmacher, der als gesundheitsbedenklich gilt. Weitere Eigenschaften des Wasseraufbereiters im Überblick. Auswechseln der Membran, alle 1 bis 2 Jahre. Filtertausch, nach jeweils einem halben Jahr. Abmessungen, 56,5 x 36,2 x 18,6 cm. Gewicht, 10 Kilogramm. Welche Rolle spielt das Filterwasser-zu-Abwasser-Verhältnis einer Osmoseanlage? Das Filterwasser-zu-Abwasser-Verhältnis gibt Aufschluss darüber, wie effizient eine Osmoseanlage arbeitet und wie hoch der Wasserverbrauch ausfällt. Eine Anlage, die mit einem Verhältnis von 1:1 arbeitet, erzeugt bei der Herstellung von einem Liter Osmosewasser einen Liter Abwasser. Das bedeutet, um einen Liter sauberes Wasser zu erhalten, werden 2 Liter Wasser verbraucht. Bei einem Filterwasser-zu-Abwasser-Verhältnis von 1:2 entsteht doppelt so viel Abwasser wie Osmosewasser. Der nächste Produkt ist Aquamatic Easy Line 300 Osmoseanlage. Wer sich für die Easy Line 300 von Aquamatic entscheidet, erhält eine Untertisch-Osmoseanlage mit einem Feinfilter, einer Membran und einem Aktivkohlefilter. Letzterer entfernt gemäß Hersteller Chlor aus dem Wasser, um die Membrane zu schützen. Der Wasseraufbereiter bietet eine Filterleistung von bis zu 300 Litern Wasser pro Tag mit einem Filterwasser-zu-Abwasser-Verhältnis von 1:3 bis 1:4. Moderne Membran mit speziellem Herstellungsverfahren. Die eingebaute Thin Film Composite Membran entspricht laut Hersteller der neuesten Generation. Sie besteht unter anderem aus den Kunststoffen Polyamid und Polysulfon. Letzterer ist ein Hochleistungskunststoff mit zähen und stabilen Eigenschaften. Die Osmoseanlage von Aquamatic ist für eine leichte Reinigung der Umkehrosmosefilter mit einem Spülventil ausgestattet, das sich zum Spülen öffnen lässt. Sie eignet sich nach Herstellerangaben zur Produktion von salzarmem und weichem Wasser für Aquarien, zum Besprühen von Terrarien und für zahlreiche weitere Anwendungen. Die Abmessungen der EasyLine 300 belaufen sich auf 43 x 35 x 10,5 cm. Das Gewicht beträgt 1,9 Kilogramm. Was ist Osmosewasser? Die Bezeichnung steht für Wasser, das durch Umkehrosmose in der Umkehrosmoseanlage gefiltert wurde. Es ist, je nach Osmoseanlage, frei von Phosphat, Schwermetallen, Nitrat, Pflanzenschutzmitteln und weiteren unerwünschten Inhaltsstoffen. Außerdem ist die Härte von Osmosewasser reduziert, es lassen sich Wasserwerte erreichen, die gen Null gehen. Die Wasserhärte hängt von den enthaltenen Calcium- und Magnesiumverbindungen ab. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Aunity Aqua Balance 2 Osmoseanlage. Die Aqua Balance 2 von Aunity ist eine Auftisch-Osmoseanlage mit Tank, der ein Fassungsvermögen von 4 Litern hat und ohne den Anschluss an die Wasserleitung befüllbar ist. Die Anlage filtert das Wasser über eine Membran und mineralisiert es mit der eingebauten Energieätisierungseinheit. Der Wasseraufbereiter entfernt nach Herstellerangaben Chemikalien, Viren, Bakterien, Pestizide, Arzneimittelrückstände, Herbizide, Nitrat, Hormone,
Asbest und Schwermetalle wie Blei, Quecksilber, Zink und Kalk. Mit 4 Filterstufen, mit dieser Osmoseanlage ist es möglich, das gefilterte Wasser in 4 Temperaturstufen abzurufen. Die 4-stufige Temperatureinteilung lautet Raumtemperatur, für Babynahrung, für Tee oder kochend. Die Aunity Aqua Balance 2 hat ein antibakterielles Gehäuse. Die Bedienung erfolgt dem Hersteller zufolge komfortabel über Tasten. Ein Knopf bietet die Wahl, einen Liter oder 0,25 Liter Wasser abzuzapfen. Dank integrierter Pumpe arbeitet dieses Modell unabhängig vom Wasserdruck der Wasserleitung. Anders als die meisten Osmoseanlagen ähnelt das größtenteils in weiß gehaltene Gerät optisch einer Kaffeemaschine. Kann ich Osmosewasser zum Kochen verwenden? Ja, viele Gerichte, insbesondere Gemüse, sollen durch die Zubereitung mit Osmosewasser einen intensiveren Geschmack entwickeln. Gleiches gilt für Tee und Kaffee. Hinzu kommt, dass weniger Schadstoffe in die Speisen und Getränke gelangen und dass Geräte wie Wasserkocher oder Kaffeemaschine wenig bis gar nicht verkalken. Halten Sie diese Liste für sinnvoll? Hinterlasse einen Kommentar für uns. Den Produktlink findet ihr in der Videobeschreibung. Denken Sie daran, den Kanal zu mögen und zu abonnieren, um über die neuesten Bewertungen auf dem Laufenden zu bleiben.